Wir haben Glück, dass gutes Wetter ist. Sonst hätte ich gar nicht gewusst, wo wir uns hinsetzen sollen. Nee, ausgeschlossen, Herr Semmeling. Für Billbrook ist das Zeug einfach zu giftig. Und die Giftmülldeponie in Schönau draußen ist dicht. Aber ewig hier liegen bleiben können die Dinger doch auch nicht. Nee, da machen sie sich nur strafbar, weil sie ihr Grundstück widerrechtlich als Zwischenlager für kontaminiertes Material benutzen. Aber ich will die Balken ja weghaben. Das holt sie bloß keiner ab. Hätte ich sie lieber im Haus lassen sollen? Da waren sie ihr Problem. Hier draußen sind sie das Problem der Umweltbehörde. Bruno, eigentlich wolltest du dir gar nicht sagen, um dir die Wiedersehensfreude nicht zu verderben. Was ist denn? Ein Brief vom Finanzamt. Wir sollen Steuern nachzahlen für das Erbe von Onkel Gustav. 269.403 Mark. Zahlbar binnen 4 Wochen. Das muss ein Irrtum sein. Very charming and sexy. Obwohl ich total unausgeschlafen bin. Ich hatte noch nicht mal Zeit, zum Friseur zu gehen. Ausgerechnet, wenn du kommst. Gestern Abend war ich noch auf 3 verschiedenen Wahlveranstaltungen. Dann habe ich deine Mutter nach Hause gefahren. Die hat so lange auf die Kinder aufgepasst. Fahr doch, du Depp! Warum überholst du den nicht? Ich brauche keine Ratschläge beim Fahren. Außer vielleicht beim Überholen. Was war los in Jamaika? Freut ihr euch nicht, dass ich wieder hier bin? Doch, natürlich. Ja, warum so plötzlich? Darüber haben wir doch ausführlich telefoniert. Die Friedrich-Ebert-Stiftung muss sparen und baut Stellen ab. Einfach so, von heute auf morgen. Klar. Der Bürgermeister war doch auf Jamaika. Du bist ihm begegnet. Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Das war mit dieser Schmiergeldaffäre. Die Zeitungen waren voll davon. Hast du irgendwas gehört? Erzähl mal. Was? Was war genau die erste Frage? Wieso auf einmal keine karibische Handelsmission in Hamburg? Ich brauche eine Stellungnahme von einem, der mit auf Jamaika war. Komm, Charlie, kennst mich doch. Auf mich ist Verlass. Eher friert doch die Hölle ein, als dass der Bürgermeister versäumt, seine Wirtschaftskompetenz unter Beweis zu stellen. Der Bürgermeister trägt moderne Anzüge. Ein Witwer sollte nicht so herausgeputzt werden. Auf den Witwerbonus dürfen wir nicht verzichten. Neue Freundin? Die unterschlagen wir. Erstmal wurden auf Jamaika lediglich allgemeine Fragen besprochen. Die Konsa-Gruppe verlegt ihre Hauptverwaltung nun doch nicht nach Hamburg. Hört man? Liegt es daran, dass sich die Hotelprojekte der Konsa-Gruppe auf Jamaika zu schlagen haben? Da musst du die Geschäftsleitung der Konsa fragen. Komm, Charlie, du weißt doch, was für Futter wir schon alles brauchen. Wollte der Bürgermeister vor der Wahl seinen Arsch retten und unbedingt Erfolge vorweisen? Hat er von den Schmiergeldern gewusst, die Konsa-Gruppe für die Baugenehmigung springen lassen wollte und hat trotzdem die ganze... Moment. Arbeiten Sie bitte weiter, sonst können wir die Wahl nicht gewinnen. Ich danke Ihnen. Wo ist Rupert? In der Druckerei. Ja, kann das ein Momentchen bitte. Wo steckt Rupert? Ich habe Ihnen noch die Vorlagen für die Logos. Herr Rupert! Danke, dass du mir die Gelegenheit zu einer Aussprache gegeben hast, Axel. Leo. Klaus, magst du dich setzen? Axel? Eine öffentliche Diskussion über unsere Jamaika-Reise wäre mir im Augenblick nicht willkommen. Die Fraktion hat ein Recht, informiert zu werden. Kann man die Gemüter nicht irgendwie anders beruhigen? Wenn es was zu berichten gibt, sollte es ausgesprochen werden. Wenn nicht, umso besser.
Probierst du deinen guter Kumpel Strahlemann-Lächeln aus? Kommt prima an. Ist mir klar. Mhm. Solange man dahinter nicht das Blecken der Raubtierzähne bemerkt. Ein Beleg für unsere tierische Abstammung. Richtig. Oder bist du was Besseres, mein Bürgermeister? Klaus? Okay. Hänge, ja, noch ein bisschen. Hänge, ja, gut. Ja, das kommt gut. Jetzt, meine Herren, Ihr schönstes Lächeln. Ey, Papa, voll cool, danke. Gern geschehen. So, also jetzt hören wir mal zu. Um 4 Uhr habe ich das Interview mit ihm, ja? Nein, keine Archivbilder, Herrgott nochmal. Ich brauche einen Top-Fotografen. Komm mal hier rein. Wer ist das? Unser Mieter. Oder genauer gesagt, sind wir jetzt seine Untermieter. Der wohnt hier? Das habe ich dir doch erzählt. Nein, du hast gesagt, nur vorübergehend. Vielleicht hat er noch ein paar Sachen dabei. Marcel ist meistens unterwegs. Hat Thiele grünes Licht gegeben wegen der Konzerstory? Was ist, was guckst du denn so, hm? Den habe ich mit denen viel älter vorgestellt. Na, dann red halt noch mal mit ihm. Oder nee, ich rufe ihn lieber selber. Er arbeitet beim Spiegel. Er zahlt einen Haufen Kohle. Wer wollte denn unsere Wohnung unbedingt untervermieten, als wir nach Jamaika sind? Für 2 Jahre, wenn du dich dran erinnerst. Er konnte ja nicht ahnen, dass wir früher... Ja, er auch nicht. Und plötzlich war ich wieder da, mit den Kindern. Es war reines Entgegenkommen und wirklich sehr nett von ihm, mir 2 Zimmer zu überlassen. Du siehst sehr anziehend aus. Es freut mich, wenn ich dich anziehe. Wohnzimmer benutzen wir gemeinsam und Küche und Bad sowieso. Was ist? Wo willst du hin? In mein Arbeitszimmer. Das geht nicht, da schläft er. Kann er sich nichts anderes tun? Sonst sehen wir halt aus. Find erst mal was. Ich guck schon regelmäßig die Zeitung dann außen durch. Nur Schrott. Ja, für dich. Ein Haus mit Garten wäre schön. Für die Kinder. Alle, die ich kenne, bauen. Oder planen zu bauen. Ja, ich weiß, jeder erzählt eine andere Horrorgeschichte, aber manchmal, da haut's doch auch hin. Wie glücklich sind deine Eltern mit ihrem Haus? Und Mietwohnungen sind auch der reine Horror. Feier des Tages. Für mich nicht, danke. Ihr isst ja gar nichts. Im Augenblick habe ich keinen Appetit. Nein. Schmeckt es euch nicht? Mögt ihr statt Kuchen vielleicht was anderes? Überhaupt keinen Hunger. Ich auch nicht. Was ist denn los? Ihr werdet doch nicht etwa beide krank? Erzähl von Jamaika. Papa und ich freuen uns so, dass du wieder da bist. Wir sind so stolz auf dich, weißt du? Nicht zu den Balken! Papa sieht erschöpft aus, irgendwie bedrückt. Naja, der Umbau hier wird nicht fertig und immer teurer. Das hagelt nur so Zusatzkosten. Dong, dong, dong. Gott sei Dank haben wir Erfahrung mit Handwerkern. Scheiße, hast du mal reserviert, Oma? Moment, wo habe ich denn? Manchmal weiß ich wirklich nicht, in welchen Kisten und Koffern ich das Zeug verstaut habe. Du hast es dir doch aufgeschrieben. Ja, aber der Zettel ist weg. Du riechst gut. Kein Rasierwasser. Mhm. Und ein bisschen ich selbst. Mhm. Fast vergessen, wie gut du küsst. An der Uni war das mein Hauptfach. Mhm.
Wir dürfen ihn nicht mit unseren Problemen belasten, Bruno. Der Brief vom Finanzamt ist ein Irrtum. Bestimmt ein Irrtum. Nur mach dir mal keine Gedanken. Vielen Dank, Bürgermeister Henning. Ich hatte keinen ausgearbeiteten Redetext. Das ist prima gelaufen. Georg hat mir ein paar Begrüßungsfloskeln notiert, mir nicht. Ein Übermittlungsfloskel. Schmeiß den Kerl endlich raus, ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Das ist der Sohn vom Schwager von Betonwald. Er ist eine Trantüte. Es hat keinen Sinn. Schmeiß ihn raus, Gasta! Klaus, wir haben ein Minus in den Umfragewerten. In der Situation Ärger mit Betonwald. Ein Versager bleibt ein Versager. Ein Autogramm bitte, Herr Bürgermeister. Für Sabine. Haben Sie was dagegen, wenn ich ein Foto mache? Bitte. Ich habe schon ein Autogramm von Helmut Schmidt. Ach, übrigens, Glückwunsch zum Geburtstag, Edelgast. Oh, danke, Herr Bürgermeister. Wir sollten mir ein paar Blumen schicken. Hast du schon, heute Morgen. Wie sieht der Rest vom Abend aus? 8 Uhr Rede vor dem Fischereiverband, danach ein Grußwort in der evangelischen Kirche Eidenstedt, danach Besprechung mit dem Wahlkampfmanager bei Ihnen zu Hause. Eine Viertelstunde musst du für mich dazwischen schieben. Jetzt auch im Fahnenstecker. Edelgast, Telefon, Herr Bürgermeister. Frau Berg. Mit dir reden. Oh, es tut mir leid. Jetzt. Klingt ja bedrohlich, also? Ich bin schwanger. Das habe ich schon seit einer Weile vermutet. Ich wollte dich nicht erschrecken. Ich will dich erschrocken. Was sollen wir tun? Uns abtreiben lassen? Ich weiß nicht. Möchtest du uns haben? Wir sollten darüber vielleicht nicht am Telefon. Ich frage jetzt dich. Ach, Gott, Doris, erzähl mir lieber, was du möchtest. Schadet es dir? Bei der Wahl? Du, lass uns später reden, bitte. Ja. Bis dann. Wir müssen Axel. Ja. Nur noch diesen einen Schluck. Eins auf dein Spezielles. Gut, Ex. Ciao, Axel. Axel, Luise, das ist mein großes Visier. Du führst dich in Paradiese. Und zahlst nun Groschen dafür. Ja, komm auf die Schaukel. Luise, ich schaukel. Auszug vom Liegenschaftsamt. Vicky! Henning hat vor 2 Jahren Grundstücke gekauft. Na und? Sieh dir mal an, wo die liegen. Genau da, wo die S-Bahn-Strecke zur Asmuswerft verlaufen soll. Das ist ja wohl der Hammer. Warum setzt er sich so hartnäckig dafür ein? Das ist politischer Sprengstoff. Ein Schlachtfest für die Presse. Keine verfrühte Beerdigung. Jeder hat irgendwo eine Leiche im Keller. Deine Worte, Axel. Gut, Vicky. Heinz, halt die Ohren steif! Hennigs Zahlen werden vielleicht runtergehen. Aber der mit seinem Riesen-Nimbus kann sich wieder hochkämpfen. Was auf Jamaika passiert ist, das müssen wir hochpushen. Moment mal, der Typ, der die Grundstücke gekauft hat, heißt Dieter Hennig, nicht Klaus Hennig. Vielleicht sind die ja miteinander verwandt? Soviel ich weiß, hat unser Bürgermeister weder Geschwister noch... Das ist Fliegenschiss, ich hab's doch geahnt. So blöd ist Klaus Hennig nicht. Egal, wir veröffentlichen es. Die Geschichte hat Unterhaltungswert. Was glaubt ihr, wie so eine Unterstellung im Fernsehen kommt? Hauptsache, der Bürgermeister muss sich verteidigen. Ich hab was, womit du Axel Ruppert erledigen kannst. Na, schieß los. Über seine St. Pauli-Connections wird doch schon eine ganze Weile gemunkelt. Keine Schmuddelgeschichten, Katja. Ein gewisser Hugo ist bereit auszupacken. Ihm gehört ein Nachtclub, in dem Axel Ruppert häufig verkehrt. Hugo bietet uns belastendes Fotomaterial an. Wenn wir das den richtigen Leuten zuspielen, bleibt Axel auf der Strecke. Damit will ich nichts zu tun haben. Ist ja widerlich. Ruppert kämpft mit harten Bandagen.
Der will Bürgermeister werden. Er gehört zu uns, zu den Guten, schon vergessen? Soll man das Ansehen der Partei mit so einer Schlammschlacht beschädigen? Er hetzt seit Monaten die Fraktion gegen dich auf. Der linke Flügel um Ulrich Hansen steht eisern hinter ihm. Soll ich ihn dann aufwerten? Mich auf sein Niveau begeben? Klaus, triff dich wenigstens mit diesem Hugo. Nein, Katja, nein und nochmals nein. Die schmutzigen Tricksereien überlassen wir Axel Ropert. Was soll denn diese Scheiße? Hast du nicht wieder volllaufen lassen? Hallo. Begreife einfach nicht, wie man so behandelt wird. Dr. Ropert, ist ja gut. Schon mal was vom ersten Eindruck gehört? Diese Leute da drin, die kennen dich nur vom Hörensagen. Jeder Politiker schmeißt sich an dich ran. Ich sause extra aus der Praxis hierher und sitze dann da wie eine Blöde rum. Du unzuverlässiges, rücksichtsloses Arschloch. Wie kultiviert ausgedrückt. Zurückkam, dachte ich, jetzt kann ich es auch so machen, wie es mir gefällt. Sag mal, stimmt das? Du kommst in die Bürgerschaft? Nein. Aber Mama sagt, du musst dich aufstellen lassen. Ich bin nur ein paar Plätze auf der Landesliste vorgerutscht. Welchen Listenplatz hast du denn? 14. Ja, dann kommst du in die Bürgerschaft. Man muss erst die Wahlen abwarten. Es kann immer noch alles passieren. So tief werden die Grünen nicht abstürzen. Erzähl du mir nicht, was in der Politik passieren kann. Also, du kommst in die Bürgerschaft und ich erfahre es ganz zufällig. Ich wollte nicht mit dir darüber reden, bevor es soweit ist. Jedenfalls hast du es geschafft, dass es ein Tag voller Überraschungen für mich war. Willst du nicht mit mir schlafen? Doch. Ich kann nicht so auf Knopf drücken. Wenn wir es schaffen, irgendwie ein bisschen in Stimmung zu kommen. Wir kommen schon in Stimmung. Das schaffen wir schon. Entspann dich. Also, die Absprachen, wer für was kandidiert, sind durcheinander geraten. Und bei den Grünen läuft ein Parteitag halt nicht so ab, dass die Zentralregie alles in der Hand hat. Und plötzlich hatte die Liste ein zu starkes Linksgewicht. Und auf einmal hieß es, Silke, du musst ran. Wir schicken dich ins Rennen, ja? Und das hat mir Spaß gemacht. Plötzlich wollte ich gewählt werden. Und ich weiß, ich werde in nächster Zeit ein bisschen mehr eingebunden sein. Aber ein Bürgerschaftsmandat ist ja auch kein Vollzeitjob. Ich denke mir, ich sollte mich der Erfahrung stellen. Das schaffen wir schon, oder? Sollen wir jetzt den Sex einstellen, solange der da wohnt? Nein, aber... 2 und 10. Ich bin auch dabei. Dann mach hier. Irgendwie sind wir ein bisschen aus der Übung, glaube ich. Naja, das muss ja auch nicht jetzt sofort sein. Bettler, sorry, aber das ist alles so miese, Petrich. Mit menschlichem Elend gewinnt man keine Wahlen. Die Leute wollen optimistische News, wenn sie von der Arbeit kommen. Die wollen nichts von Bettlern hören. Aber bei jeder öffentlichen Veranstaltung wird uns das Thema um die Ohren gehauen. Zu viele Bettler in ihren Schlafsägen, in den Geschäftseingängen, in den U-Bahn-Schächten. Man kann sich kaum noch bewegen. Das wirkt abschreckend auf Besucher der Stadt. Alles in Ordnung mit dir? Ich
Du würdest dich ein bisschen freuen. Ich freue mich doch. Ich freue mich. Du möchtest das Kind haben? Natürlich. Ja. Das heißt, dass wir zusammenbleiben. Überrascht dich das? Ich bin ziemlich erleichtert. Aktion Saubere Innenstadt. Klingt dynamisch, positiv. Saubere Innenstadt kann man sagen, wenn es um Hundehaufen geht, aber man kann nicht im Zusammenhang mit Menschen so reden. Ich möchte an die Privatinitiative appellieren. Eine Bürgeraktion soll sich um die Bettler kümmern. Bei dem Thema hast du die Bürger der Stadt geschlossen hinter dir. Klaus, garantiert. Trotzdem, in der Endphase des Wahlkampfes einfache Messages. Wir haben den richtigen Mann aus, Bingo. Sehr gut. Übrigens die neuesten Umfrageergebnisse. Du kennst die Zahlen? Ehrlichkeit 82, Beliebtheit 74, harte Arbeit 56. Soziales Engagement 51. Sehr beeindruckend. Die Werte für harte Arbeit sind in den letzten Monaten in den Keller gegangen. Der Doris-Faktor. Entschuldigung. Unser Privatleben sollte nicht zur öffentlichen Angelegenheit werden. Ist es schon. Was ist verkehrt daran, dass Klaus endlich wieder ein richtiges Privatleben hat? Er lebt in Sünde. Hey, bleibt auf dem Teppich. Sie wohnt bei ihm. Na und? Beide sind erwachsen. Hoffentlich sind das die Wähler auch. Sonst kriegen wir eins auf die Mütze. Also ich denke, die Wähler geht das in feuchten Kehricht an. Jedenfalls verlieren wir den Bonus des einsamen Witwers. Willst du damit sagen, Moment mal. Bei den letzten Wahlen haben wir so gut abgeschnitten, weil Maria kurz vorher verunglückt ist? Zumindest gab's einen Mitleidseffekt. Es wird ein schwieriges Rennen, wie? Die Wahl? Es wird eng. Klaus musste nie wirklich kämpfen. Und diesmal muss er's. Ich verstehe gar nichts von Politik. Ich weiß nur, dass ich bin verrückt nach ihm. So wie er ist. Und ich will nicht, dass er sich verändert. Ich will nicht, dass er zu diesem harten, rücksichtslosen Typen wird, den so ein Wahlkampf vielleicht erfordert. Aber ich will auch nicht, dass er Prügel kriegt und verliert. Deshalb muss er voll konzentriert sein. Er darf nicht abgelenkt werden. Der muss richtig geladen sein. Wenn ihm unsere Beziehung schadet, ich habe Klaus vorgeschlagen, dass wir sie geheim halten. Zumindest für eine gewisse Zeit. Ich will auf keinen Fall zur Belastung für seine Karriere werden. Seien Sie doch froh, dass er sich klar zu Ihnen bekennt. Gibt weiß Gott genügend Männer, die dankbar auf Ihr Angebot eingegangen wären. Das ist nicht sein Stil. Nein. Und wenn er sich zu etwas entschlossen hat, dann macht er das auch. Ob er Prügel kriegt oder nicht, das ist ihm egal. Sie haben ihn sehr gern, nicht wahr? Erzählen Sie den Leuten, was die hören wollen. Wir senken die Steuern, wir vereinfachen die Gesetze, alle Vergünstigungen bleiben. Humbug. Und wenn es nachher nicht dazu kommt, ist der Bund dran schuld. Bingo! Vielleicht sollten wir hin und wieder den Leuten nicht nach dem Mund reden, sondern versuchen, sie von dem zu überzeugen, was wir selbst für richtig halten. Oh. Entschuldigung, Herr Rieger, es ist 3 Uhr in der Nacht. Die Stunde der Wahrheit. Hast du noch mal mit Robert gesprochen? Wegen der Jamaika-Anfrage? Er könnte der Fraktion keinen Maulkorb verpassen. Klaus, wenn du Robert wärst, müsstest du auch zusehen, dass du Klaus Hennig unbedingt von seinem Sockel stößt, wenn du nicht selber stürzen willst. Jeder Frontalangriff ist falsch, glaub mir. Hennig faule Grundstücksspekulationen vorzuwerfen, ist schäbig. Damit machst du dich selbst nur klein. Setz Hennig nicht zu stark unter Druck. Könnte ja sein, dass du ihn irgendwann noch mal brauchst. Auf jeden Fall brauchst du die Zustimmung der gesamten Partei. Ja. Nicht vergessen. Du darfst nie brechen. Nur ein bisschen biegsam machen. Komm auf die Schaukel, Luise. Es ist das Größte mit ihm. Ich knall dich jetzt auf der Ise. Es ist so unbeschreiblich. Mit dir. Na, Charlie, nicht bei der großen Wahlkampfstrategiebesprechung heute Abend?
Fliegt dir was? Er lässt sich am ausgestreckten Arm verhungern. Keine Ahnung, was mit Klaus los ist. Neuerdings bist du wohl immer der Letzte, der was erfährt. Wenn ich es höre, ist es im scheiß Fernsehen. Der Bürgermeister scheint gerade in so einer "Warum dreht mir Charlie nicht in den Arschphase" zu sein, was? Vielleicht sollte Ihnen jemand mal sagen, dass er mich nicht einfach kalt stellen und den Nahkampf selber in die Hand nehmen kann. Das haut ja eh nur alles. Soll ich dir mal sagen, was ich glaube? Er verliert am Boden. Er ist schon zu lange am Ruder. Schon tragisch. Merkt gar nicht, dass er immer mehr an Rückhalt verliert. Es riecht nach Wechsel, Charlie. Endzeitstimmung. Man möchte Hennig klar machen, dass er im Augenblick jeden Freund braucht, den er hat. Man sollte vorsichtiger sein, wem er auf die Zehen tritt. Glaubt echt, ich will ihn sabotieren. Seit wann? Seit Jamaika? Komm schon, Charlie, pack aus. Ich gebe niemals Informantenpreis, weißt du doch. Aber wenn der Bürgermeister dich abservieren will, dann setze ich zur Wehr. Das ist die berühmte Konzer-Bestechungskiste. Ja? Der Vertreter von der Friedrich-Ebert-Stiftung hat sie aufliegen lassen. Zum Dank wurde er gefeuert. Ist ja heiß. Wie weit hängt der Bürgermeister mit drin? Soll ich dir die ganze Arbeit abnehmen? Wie heißt der Typ von der Friedrich-Ebert-Stiftung? Der Name. Im Urlaub sind Sie bei uns für 3 Jahre. Richtig, aber ich bin vorzeitig. Hat es Ihnen in Jamaika nicht mehr gefallen? Doch, doch. Aber also, bis November werden Sie noch von der Friedrich-Ebert-Stiftung bezahlt. Ich kann gerne auch schon früher wieder unterrichten. Nein, besser erst zum Beginn des neuen Schuljahres. Aber ist denn das überhaupt noch eine befriedigende Aufgabe für Sie? Ich meine, werden Sie sich denn wieder einfinden, nachdem Sie jetzt den Duft der großen, weiten Welt gestuppert haben? Toi, 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 Bruno. Ruf den Betrieb an. Ich muss dringend zum Zahnarzt. Ja. Nächsten Mittwoch, Herr Semmeling. Mittwoch haben wir einen Termin. Nehmen wir mal einen Blick drauf. Keine Sorge, Herr Semmeling, kriegen wir alles hin, alles hinzukriegen, aber im Augenblick. Sie sehen ja selbst. Ach Gott, Entschuldigung. Ich mache mich selbstständig. Herr Semmeling, ich will ja niemanden abwerben, aber Herr Dr. Bossel ist zurzeit derartig überlastet und freiwillig würde er natürlich keinen einzigen Klienten abtreten. Darf ich? Aber gern. Es geht um eine Erbschaft. Der Onkel von meiner Frau ist gestorben. Er hat ein Geschäft in Heidelberg, eine Musikalienhandlung. Ach du großer Gott. Dass denn ein Irrtum unterlaufen, wie? Das Haus in Heidelberg ist über Betriebsvermögen gelaufen. Ja, und? Die Wertsteigerung müssen Sie versteuern. Wenn das Haus zum Privatvermögen gehört hätte, dann könnten Sie den Veräußerungsgewinn steuerfrei kassieren. Bei Betriebsvermögen geht das nicht. Da unterscheidet der Fiskus sehr genau. Hat er Sie denn nicht darauf hingewiesen? Setz dich, Axel. Danke. Kaffee, was Alkoholisches? Ich hab schon gefrühstückt. Deiner Frau geht's gut? Ja, hervorragend. Die Praxis läuft. Einer von uns beiden muss ja das Geld nach Hause bringen. Ich möchte noch mal mit dir über deinen Antrag sprechen. Ich erwarte Solidarität. Klaus, die Fraktion will doch nur verhindern, dass sowas abläuft, was gegen unsere Prinzipien verstößt. Ich habe keine Lust mehr, vor den eigenen Leuten ein Messer in den Rücken stoßen zu lassen. Schon gelesen? Sudelhans. Die Stadt wäre über die Konzer-Bestechungskiste informiert gewesen. Woher will er das wissen? Bestreitest du es? Mit aller Entschiedenheit, weder ich noch die Stadt sind in irgendeiner Weise darin verwickelt. Und vorher hast du nichts davon gewusst?
Natürlich nicht. Dann erzähl das der Fraktion. Du bestehst also auf deinem Antrag. Ich fühle mich dazu verpflichtet, ja. Nett, dass du gekommen bist, Axel. Darf ich dir mal was sagen, Axel, was mir schon lange auf der Zunge liegt? Wozu? Du bist der verlogenste Armleuchter, der mir je in meiner politischen Laufbahn über den Weg gelaufen ist. Naja, so lange ist deine politische Laufbahn ja auch noch nicht. Möglicherweise auch bald zu Ende. Er weiß Bescheid. Aber von wem? Verdammt nochmal, von wem? Politik ist infam. Ein schmutziges Geschäft. Es wird gekungelt und geschoben, dass sich die Balken biegen. Und Politiker sind korrupt, unfähig und verlogen. Das habe ich von meiner Mutter. Oder meint ihr, die redet anders als eure Eltern? Aber jetzt mal ernst. Menschen sind Menschen. Es gibt Vernünftige, es gibt Unvernünftige. Es gibt Fähige, es gibt Unfähige. Es gibt Kluge, es gibt Bescheuerte. Bei den Politikern genauso wie bei den Ärzten, bei den Rechtsanwälten, sogar bei den Lehrern. Und was das Korruptsein betrifft, da wird uns Politikern von den Medien so genau auf die Finger geschaut, dass bei uns wahrscheinlich weniger vorkommt als anderswo. Und Kungeln, wenn damit Überzeugungsarbeit gemeint ist, jemanden auf meine Linie bringen, Mehrheiten beschaffen, zur Not Kompromisse finden, dann ist das ja zunächst nichts Negatives, solange es nicht ans Eingemachte geht. Ich kann nur etwas durchsetzen, wenn ich auch eine Mehrheit dafür habe. Und das ist ein langer, holpriger Weg durch Ausschüsse, Fraktionen, Parlament. Und am Ende bleibt vielleicht so viel davon übrig, wenn ich mir so viel vorgenommen habe. Das ist der Preis dafür, dass es keine Übermacht gibt. Dass nicht einer allein bestimmt. Dass jeder jeden kontrolliert. Absolutismus ist was Wunderbares. Wenn ich die Garantie dafür hätte, dass der absolute Herrscher ein Edelmensch ist. Und bleibt. Die Schüler sind mächtig beeindruckt von Ihnen. Wirklich? Hat doch Spaß gemacht. Und Sie? Ebenfalls beeindruckt? Jedenfalls bin ich dankbar, dass Sie die Zeit gefunden haben, hierher zu kommen. Ich will mir noch was Kleines zu essen bringen lassen, sowas auf die Hand. Ein Würstchen oder eine Stulle. Möchten Sie auch was? Nein, danke. Sie sind schon unterwegs. Überlegen Sie sich's. Nein, bitte. Ein Brötchen. Graubrot. Was drauf? Vielleicht ein bisschen gekochten Schinken. Und was zu trinken? Eine Cola. Und sonst nichts? Vielleicht ein Stückchen Streuselkuchen gibt's da gegenüber in dem Café. Könnt ihr euch beeilen, die Pause ist gleich zu Ende. Schinkenbrot, Streuselkuchen, Cola. Wir sind viel dafür, dass sie eigentlich gar nichts wollte. Reden wir doch nicht mal drum rum. Gehen wir mal essen? Ich halte das für keine gute Idee. Warum nicht? Ich bin verheiratet. Erzählen Sie das jetzt sich oder mir? Bringen Sie Ihren Mann mit. Ich würde ihn gerne mal kennenlernen. Gerüchte kommen und gehen. Aber meistens bleiben sie kleben. Sudelhans hat keine Zeugen, die die Glaubwürdigkeit des Bürgermeisters erschüttern können. Das geht von allein vorüber. Nichts geht von allein vorüber. Auf sowas stürzen sich alle wie auf den Wühltisch. Entschuldigt, ich hatte noch Sitzung des Finanzausschusses. Irgendwer hat über Jamaika gequatscht. Was? Und es gibt nicht gerade einen großen Kreis von Verdächtigungen. Okay. Dann heißt es mauern. Alles bestreiten. Wer außer uns dreien weiß Bescheid? Semmel.
Stimmt. Der hat bei uns im Auto gesessen. Sam, das ist ein Blödsinn. Er verliert seinen Jamaika-Job, fühlt sich ungerecht behandelt. Charlie, wir kennen ihn doch alle. Von uns wird es ja wohl kaum einer gewesen sein. Allerdings, eine Person haben wir vergessen. Wen? Den Bürgermeister. Klaus selbst soll die undichte Stelle gewesen sein? Er quatscht mit seiner neuen Freundin drüber und sie erzählt es weiter. Altersheim und die Leute haben ihm von ihren Problemen erzählt. Plötzlich hat er angefangen zu weinen. Axel Rupert, er hat geweint? Trotz und Wasser geflennt. Tatsächlich. Auf eine ganz rührende Weise. Die alten Leute haben geweint, er hat geweint. Fragt sich nur, ob das jetzt Show war oder wirkliches Engagement. Wir haben nur noch 2 Kurse in Erwachsenenbildung. Frei werdende Stellen werden überhaupt nicht mehr besetzt. Ich kann auch unentgeltlich. Zumindest eine Zeit lang. Es muss überall gespart werden. Schatz! Bin da! Schatz! Wo? Riecht das gut? Weißt du, wie spät es ist? Nach 7:30. Hey Mama. Du wolltest spätestens 6 zu Hause sein. Habe ich das gesagt? Na gut, wo liegt das Problem? Ja, hör mal. Ich habe noch ein paar Flugblätter verteilt und danach gab es noch eine Kundgebung im Hafen. Könntest du nicht anrufen, wenn du merkst, dass es später wird? Nein. Ein Stück Pizza? Nee, danke. Sie? Nee. Vielen Dank, Aber du magst Pizza. Hier. Veranstaltung vom CCH. Wird im Fernsehen übertragen, für das Programm. Vielleicht siehst du mich. Ich hab gekocht. Sei so lieb und stell mir was warm, ja? Was ist? Hast du was? Also, unter einem netten Abend miteinander stelle ich mir eigentlich was anderes vor als den flimmerfreien Empfang des 3. Fernsehprogramms. Perspektivpapier, um das du mich gebeten hast. Du wolltest wissen, in welche Richtung sich die Partei langfristig entwickelt. Und? Wir haben erheblich mehr Parteieintritte in Studentenbezirken als in Arbeiterbezirken. Also eindeutige Stärkung der Linken. Langfristig wird der rechte Flügel der Partei seine Mehrheit verlieren. Was ist Betonwalter gezeigt? Ich dachte lieber nicht. Zeichen stehen auf Veränderung. Umso nachdrücklicher sollte die Partei den Bürgermeister unterstützen. Politiker haben nun mal eine begrenzte Haltbarkeit. Soll das heißen, Klaus Hennig ist doch ein herausragender Bürgermeister, bundesweit anerkannt. Vor allem ist er schon so lange Bürgermeister, ne? Bei der ersten Bürgerschaftssitzung nach der Wahl steht die S-Bahn-Anbindung zu Ihrer Werft raus auf der Tagesordnung, Herr Asmus. Vor der Wahl wäre besser für Sie gewesen, Herr Bürgermeister. Wir hätten angekündigt, unsere Belegschaft aufzustocken. Sowas bringt weder Stimmen. Erzählen Sie das mal meinen Parteifreunden. Können wir die unangenehme Geschichte mit Georg nicht wieder gerade biegen, Klaus? Georg hat mehrfach seine Aufgaben vernachlässigt, Walter. Er ist pflichtvergessen und... Schau dir doch mal unser kleines Problem unter einem anderen Gesichtspunkt an. Vielleicht weißt du nicht, dass wir über mehrere Ecken miteinander verwandt sind. Ich stand mit 3 Zeilen da, als von mir eine einstündige Rede vor hochrangigem Auditorium erwartet wurde. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Aber die Situation, wie ich dich kenne, brillant gemeistert. Dein Georg ist inkompetent und verschlafen. Hast du ja vollkommen recht. Er ist ein dummes Arschloch, aber er ist nun mal der Sohn meines Schwagers. Dann kann ich nicht gebrauchen. Vielleicht einigen wir uns. Suchen wir eine Position etwas weiter unten auf der Leiter. Ich habe kein Vertrauen mehr zu dem Mann, Walter. Tut mir leid. Willst du mein Ansehen bei meinen Leuten beschädigen? Ich würde es als persönlichen Gefallen ansehen, wenn du Georg wieder eine Stelle gibst. Könnte
unter einem anderen Redenschreiber zuarbeiten. Ich wüsste jemand, der Blenden formulieren kann. Genau auf deiner Linie liegt. Klarer Kopf, du kennst ihn, von Jamaika. Dieser... Semmeling. Wäre sowieso gut, wenn du dich mit dem treffen würdest. Konnte Onkel Gustav seinen Laden gar nicht aufgeben. Sonst hätte er sich totgezahlt an Steuern. Wir haben uns immer gewundert, warum er weitermacht. Muss man sich mal vorstellen. In dem Haus will er seinen Lebensabend verbringen. Aber sobald er seinen Laden aufgibt, muss er es verkaufen, um die Steuern zahlen zu können. Hier sind deine Handschuhe. Ist es auch nicht gefährlich, wenn er das vergiftete Zeug anfasst? Da sind wir jahrzehntelang im Haus. Hin, wo der große Matschsee ist. Wir brauchen mehr Schutt. Davon haben wir genug. Im Auge, Trutchen. Die rechnen nach Stunden ab. Silke will, dass ich heute Nachmittag auf die Kinder aufpasse. Ich komme vorbei und übernehme die Kinder, bevor ich zum Finanzamt gehe. Was denn, so wollen Sie aufs Finanzamt gehen? Ja. Warum nicht? Oh. Das Tödlichste, was Sie machen können. Wenn ich zum Finanzamt muss, Trickjäckchen, Birkenstocks. Keinen feilen Schnicker an, so um Jottes Willen. Müssen eine Show abziehen. Als wären sie noch ärmerer Schlucker als die, die da hocken. Hinter ihren Bergen von Akten. In diesem unglaublichen Mief. Meistens verfettet. Weil andere Juliste, als sich was reinzuziehen, haben die schon lange nicht mehr. Verstehen Sie? Danke. Herr Otto, kommen Sie doch mal, die pennen da draußen. Ich hab mich feuern lassen von meinem Betrieb. Ach je, Herr Otto. Nee, ist schon in Ordnung. Jetzt kriege ich Brutto für Netto und kassiere zusätzlich noch Stütze. Wir haben ja alle kein Geld zu verschenken. Aber im Grunde genommen, worum müssen Sie den Staat? Bescheißen oder pleite. Tja, nun. Vielen Dank für die Beseitigung der Matschkuhle in unserer Ausfahrt, Frau Semmeling. Es ist wirklich sehr nett, dass Ihr Mann uns die da nachts... Also wirklich, wir wissen gar nicht, was wir sagen sollen. Frau Semmeling! Umweltamt. Ich denke, wir haben jetzt eine Deponiemöglichkeit. Wo sind denn Ihre Balken? Jawohl. Und da hinter diesen Fenstern haben die Senatoren ihre Dienstzimmer. Hier in der Mitte des Rathausinnenhofs sehen Sie den sogenannten Hygiea-Brunnen, der seinen Namen von der Griechen... Meiner Meinung nach sollte die CDU das Thema anmelden. Danke. Von uns aus kann ja schlecht einer nachhaken. Aber interessant wäre es schon mal rauszufinden, was eigentlich genau in Jamaika gelaufen ist. Es kommt nur darauf an, dass ihr loslegt und die erste Frage stellt. Die Sanierung von dem alten Pflegeheim in Ihrem Bezirk ist übrigens durch. Na? Seit wann machst du denn mit denen von der Opposition rum, Vicky? Oh, manchmal sind die Jungs ganz nützlich. Das gibt einen schönen Tanz.
eine andere Figur hält ein Segel. Süß, ne? Ja, Lippen wie Seide. Hallo. Hallo. Hast du die Vordermänner gesehen? Das sind Lungen. Siehst ein bisschen mitgenommen aus. Oh, mir geht's prima. Hat mich gefreut, deine Stimme heute Morgen plötzlich am Telefon zu hören. Wir sind doch alte Kumpels. Ich dachte schon, in deinen Augen wäre ich schuld am Scheitern eurer Jamaika-Mission. Doch gut, dass du ein bisschen Licht in die Mauscheleien da gebracht hast. Unbeabsichtigt. Wirklich. Hat eine Menge Staub aufgewirbelt. Leider bist du deinen schönen Job los. Und der Bürgermeister rührt keinen Finger. Ist er noch sauer auf dich? Er behandelt mich wie einen Fußabtreter. Ich habe einen Fehler gemacht. Habe mich rechtzeitig diese verschissene Konzerte vorgelegt. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Aber wir machen alle Fehler. Deswegen lasse ich mich nicht unterputtern, verdammt nochmal. Aber nicht länger als 10 Minuten, dann ist man jetzt auch hier. Alex heißt der neue Chef. Was ist das? Kennst du Axel Ruppert? Fraktionsvorsitzender? Nicht persönlich. Der kommende Mann, ruf ihn an. Wozu? Du suchst doch einen neuen Job. Du musst nur bestätigen, was wir beide wissen. Was? Klaus Hennig stellt sich als Mann ohne Fehl und Tadel dar. Da nimmt man Moschelein besonders krumm. Mensch, du warst doch immer Feuer und Flamme für ihn. Wenn das Ende naht, ist es vernünftiger, rechtzeitig von Bord zu kommen. Dann zieh doch du die knallharte Profinummer ab. Spiel der bezahlten Killer. Semmel. Wenn du wieder an Bord willst, dann beweise, dass du dazugehörst. Wer nichts mehr hat, hat nichts mehr zu verlieren. Gesetze ändern sich ständig. Da kommst du gar nicht in Versuchung, der typische Ärmelschulerbeamte zu werden. Bei großen Firmen stehst du hochbezahlten Steuerexperten und Managern gegenüber, die sehr schnell merken, ob du schwach auf der Brust bist oder was auf dem Kasten hast. Na, da geht es manchmal um 50 oder 100 Millionen. Nicht hinterzogene Steuern, sondern eben Beträge, wo wirklich schlaue Köpfe auf der anderen Seite sich überlegen, wie können wir die am Finanzamt vorbeischleusen. Fräulein Christian, Zimmer 711. Moment, nicht so schnell. Unser Bereitschaftsdienst. Eine neue Kollegin. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Also, der hat sich in dem Jahr schon das zweite Auto gekauft und fährt zum zweiten Mal in Urlaub. Zum dritten Mal? Wir warten hier, dass jemand anruft. Verärgerte Nachbarn, verlassene Ehefrauen, enttäuschte Geliebte. Wer einem anderen ans Rein wirken will, verpfeift ihn hier. Meist anonym. Freundin verdient auch. Auf die Anzeigen der ehrlichen Steuerzahler draußen sind wir halt angewiesen. Gut. Achso. Guten Tag. Tag. Einen haben wir da früher für die Stasi gespitzelt. Jetzt ruft der dauernd bei uns an. Kann's halt nicht lassen. Fräulein Christian. Ja. Was? Heiß ich. Ah, die neue. Hast denn sonst Sahnetörtchen beim Finanzamt? Na sowas. Ach, Erna, wieder. Ja, wenn Sie mal einen Rat brauchen, dann. Danke gern. Gehen Sie ruhig rein. Du hast ja immer gesagt, dass du deine Frau verlässt. Guten Tag. Ich weiß bald nicht mehr, was ich machen soll. Semmeling, Entschuldigung, ich... Habe ich das Schild draußen gelesen? Warten Sie gefälligst, bis ich Sie reinrufe. Rudolf. Unser Vorsteher, Herr Dr. Rutzki. Die Herrschaften sind vom ZDF. Ah, Tag. Sie möchten in den nächsten Wochen ein paar Impressionen im Finanzamt drehen. Sie sind die Neue. Ja. Willkommen bei uns. Ihr verstorbener Onkel hat das Haus seiner Zeit für 65.000 Mark gekauft und steuermindernd abgeschrieben. Ihr Verkaufserlös betrug 990.000. Na, sehen Sie mal. Die Differenz aus Buchwert und gemeinem Wert muss nach § 16 und 34 versteuert werden. An Ihrer Stelle würde ich pünktlich zahlen, sonst fallen nur Verzugszinsen an über Banktarif. Aber ich habe das Geld nicht. Hier, lass das, du Knalltüte. Das ist mein Büro. Ich habe keine Lust, nachher die Regale zwei Stunden wieder aufzuräumen. Wir mussten Steuerrückstände für den Onkel begleichen. Zinsen, alte Schulden. Können Sie bitte das Kind zurückhalten? Ich habe da drüben erst kürzlich geordnet. Benni, bitte! Von den 990.000 sind uns am Ende knapp 300.000 übrig geblieben. Davon können Sie doch ohne weiteres die 269.403 Mark Steuerschuld begleichen. Nein, nein.
Der verstorbene Onkel hatte eine Betreuerin. Wir haben ihr von dem, was von dem Hausverkauf in Heidelberg übrig geblieben ist, rund ein Drittel abgegeben. 100.000 Mark habe ich schriftlich. Bitte. Steuerlich nicht absetzbar. Die Adresse der Dame. Das ist nicht absetzbar? Wenn Sie Geld verschenken, ist das Ihr Privatvergnügen. Das mindert nicht Ihre Steuerverpflichtung. Von dem Rest haben wir den... Von dem Rest haben wir den Umbau von unserem Haus finanziert. Bitte. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht in der Lage. Wenn ich das gewusst hätte. Lieber Gott, jetzt ist das ganze Geld verplant, ausgegeben. Die Adresse von dieser Betreuerin? Wie? Auf die 100.000 Mark fällt Schenkungssteuer an. Wir können es nicht absetzen. Aber die alte Frau soll Schenkungssteuer zahlen? Rund 20.000 Mark. Jetzt schauen Sie sich das durcheinander an. Warum tut die kleine Arschbacke das? Was der Kellner im Restaurant abkriegt, wenn das Essen miserabel ist oder wenn es zu lange dauert, das kriegt hier halt der kleine Steuerbeamte ab. Obwohl der gar nichts dafür kann. Ich meine, wir ärgern uns ja auch über diesen ganzen Wust an Gesetzen und Bestimmungen. Mit der Zeit werden die Leute hier richtig verkniffen. Total gefrustet. Auf der einen Seite können die nicht viel bewegen, die Gesetze sind nun mal so. Auf der anderen Seite kriegen sie ständig eins auf die Nuss. Wenn der Bürgermeister Investitionsvorhaben einer Gruppe unterstützt, gegen die die Steuerfahndung ermittelt, wenn er sich darüber hinaus in Schmiergeldaffären verwickeln lässt, schadet er dem Ansehen der Hansestadt. Die Beschuldigung gegen die Konzergruppe beruht doch lediglich auf Verdächtigung. Nichts ist bewiesen. Also immerhin musste der jamaikanische Tourismusminister zurücktreten. Mit Rücksicht auf das Gastgeberland möchte ich zu diesem Punkt nicht... Warum lassen Sie den Bürgermeister nicht selbst die Frage beantworten, Herr Kiefer, ob er über die Bestechungsversuche der Konzerhotelgruppe Bescheid wusste, als er in Jamaika eintraf? Was? Herr Bürgermeister! Nein, wusste ich nicht. Wie kann er sich denn derart festlegen? Damit ist die Frage des Abgeordneten wohl beantwortet. Wie fühlst du dich? Es ging alles so plötzlich. Hast du Schmerzen? Ich habe nichts gespürt. Du siehst so müde aus. Und du ganz wunderschön. Hast du Sorgen? Nicht so wichtig. Oh, entschuldige. Nach der Wahl sollten wir mal ein paar Tage verreisen. Oh, nur wir beide. Das wäre so schön. Aber du hast ja wieder keine Zeit. Hm. Ganz bestimmt. Wie bist du, wenn du nicht Bürgermeister bist? Genauso. Hoffe ich. Klaus? Ja? Nimm mich in die Arme. So schön gewesen, es zu bekommen. Versuch zu schlafen. Denk nicht drüber nach. Versuch zu schlafen. Die haben ja Bestimmungen. Aus. Die gucken weder rechts noch links. Denen ist es egal, ob du schuldig bist oder unschuldig. Hauptsache, der Staat kassiert. Wie die mich niedergebügelt hat. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Unverschämtheit. Kotrias Mundwerk. Und es stellt einem von vornherein, dass man lügt. Beamte. Muss ein ungeheures Gefühl sein, den ganzen Staatsapparat im Rücken zu haben. Am liebsten würde ich mir eine Schrotflinte kaufen, absägen und um mich schießen. So ungefähr. Das ist auch keine Lösung. Na klar. Aber wenn du innerlich so einen Grimm hast, man ist denen derart ausgeliefert, dann ist die Vorstellung schon sehr angenehm. Die wollen uns den Boden unter den Füßen wegziehen, Trudchen. Herr Hugo betreibt den Nachtclub Chez Hugo. Er behauptet, mit Axel Ruppert befreundet zu sein. Gut sogar. Wir sind richtige Kumpels. Herr Hugo meint, er habe genügend Material, um Ruppert hochgehen lassen zu können. Warum soll er ihn hochgehen lassen, wenn die beiden so gute Kumpels sind?
Herr Hugo möchte, dass eine Anklage wegen Förderung der Prostitution gegen ihn fallen gelassen wird. Sonst packe ich nicht aus. Klar. Axel besucht deinen Laden also. Er ist ganz verschossen in eins von unseren Mädchen. Die Sonja ist auch ein echt scharfer Feger. Was machen die da so? Ich meine... Manchmal kann die Sonja hinterher gar nicht mehr auftreten. Ja. So erschöpft ist die dann? So durchge... ramponiert. Klaus! Seid ihr um diese Zeit noch im Rathaus, um euch an Schmuddelgeschichten aufzugeilen? Und setz dich zu uns, Klaus. Im Sitzen plaudert sich's angenehmer. Das ist mir zu unappetitlich. Tu einem alten Gefolgsmann die Gefallen. Betreiben wir etwas Machtklempnerei. Macht doch Spaß. Hey, Bürgermeister. Spiel von mir nicht den Heiligen. Dafür kennen wir uns zu lange. Über deinem illustren Haupt ziehen sich Wolken zusammen. Also, lass uns ein Gegenkomplott schmieden. Tut mir leid, Walter. Darauf wette ich. Klaus, sei bitte nicht böse, dass ich die Geschichte weiterverfolgt habe. Gegen deine Ausdrücke. Ich dachte... Es wäre meine Interesse. Such dir ein anderes Betätigungsfeld im Rathaus, Katja. Als meine Büroleiterin bist du gefeuert. Ich schlaf schon keine Nacht mehr. Kriegen wir hin, Herr Semmeling. Kriegen wir alles hin. Steuerblätter, die geballte Macht unserer Finanzverwaltung. Wenn nichts mehr hilft, damit werfen. Die Beerdigungskosten von dem Onkel, die Zeit, die Sie aufgewendet haben, das Haus in Heidelberg zu verkaufen, die Unkosten bei dem Transport der Instrumente, alles absetzbar. Zweimal absetzbar. Als außergewöhnliche Belastung bei der Einkommensteuer. Und nochmal bei der Erbschaftssteuer. Aber verglichen mit der Gesamtforderung. Kleinvieh macht auch Mist. Herr Semmeling. Mein Leben lang habe ich hart gearbeitet. Und jetzt wird mir einfach das Stöpsel rausgezogen. Kriegen wir hin, Herr Semmeling, kriegen wir alles hin. Warum haben Sie mich nicht gewarnt? Was mit so einer Erbschaft alles auf einen zukommen kann? Herr Semmeling. Mit keiner Silbe. Woher sollte ich denn wissen, dass das Haus von dem Onkel über das Geschäftsvermögen gelaufen ist? Da hätten Sie mich drauf hinweisen müssen. Ich kann Sie doch nicht auf was hinweisen, was mir selbst nicht klar ist. Ja, sehen Sie? Ich bin aber auf Informationen von Ihnen angewiesen. Warum, glauben Sie, wirke ich bei der Erstellung von Steuererklärungen nur mit? Da, lesen Sie mal den Vordruck. Hat mitgewirkt. Verantwortung kann ich keine übernehmen. Ich unterschreibe ja nicht einmal. Gottlob geht's um den Onkel Ihrer Frau. Also erstmal getrennte Veranlagung beantragen. Was? Entschuldigung. Ja. Bitten Sie das Finanzamt um Stundung. Reden Sie mit Ihrer Bank. Alles hinzukriegen, Herr Semmeling. Alles hinzukriegen. Wir hätten vielleicht vorher noch was essen sollen. Hast du Hunger? Nach einer Pause kriegst du ein Würstchen. Mein Hemd muss bei der Wäsche eingegangen sein. Du bist dicker geworden. Also kein Würstchen mehr in der Pause. Guten Abend, Walter. Der Königsmacher. Der ist schon Senator seit, ich weiß nicht wie lange. Ich glaube, der war schon immer Senator. Beton, Walter. Helga hat mir von ihm erzählt. Gnadenlos in Machtfragen. Eine richtige Walze. Unerschöpflichen Möglichkeiten, seine Freunde in Lohn und Brot zu bringen. In der Oper schlafe ich regelmäßig ein, aber Susanne besteht darauf. Du hast eine kultivierte Frau. Klar. Bloß, kultiviert ist verflucht anstrengend. Lebt man mit sowas.
Hennig hat über die Bestechungskiste Bescheid gewusst, bevor er in Jamaika gelandet ist. Na und? Er hat sie nicht gebilligt. Er hat in der Bürgerschaft gelogen. Wer will das beweisen? Einen Informanten gibt es immer im Hintergrund. Der bereit ist, Selbstmord zu begehen? Sich zu demaskieren? Wär doch was, die Lichtgestalt Hennig von ihrem Sockel runterzuholen. Gesundheitlich geht's wieder? Oh, richtig. Ich hatte einen Leistenbruch. Nichts Schlimmes. Ein bisschen viel mit den Enkeln rumgetollt. Aber jetzt bin ich wieder voll auf dem Damm. Fein. Nach der Wahl wird es ohne Koalitionspartner voraussichtlich nicht gehen. Bist du dir sicher, dass du im neuen Senat sitzt? Hat dir Klaus Hennig kein Angebot gemacht? Wenn ich dich unterstützen würde. Politisch waren wir immer gegensätzlicher Meinung. Schon fast reflexhaft. Ist doch gut. Im Senat sollte sich die Meinungsvielfalt der Partei widerspiegeln. Falls Klaus das Handtuch wirft, noch ist er in Amt und Würden. Vielleicht sollten wir nicht die Leiche verscharren, solange sie noch atmet. Das ist nur rein hypothetisch. Rein hypothetisch? Da habe ich eine Liste. Mit einigen Leuten, die dir nützlich sein könnten. 9 Staatsratsanwärter und 7 Senatoren. Jetzt lass die Kirche im Dorf, Alter. Nur auf meine Art oder gar nicht. Du brauchst Leute, die dir in der Partei den Rücken stärken. Ich bin schon sehr lange in der Politik. Es gibt nichts Traurigeres als einen Bürgermeister mit nur einer Amtszeit. Und weißt du warum? Weil 4 Jahre zu kurz sind, um irgendetwas zu bewegen. Und in dem Augenblick, wo du wirklich was durchziehen könntest, musst du dein Büro schon wieder für einen anderen räumen. Und alles ist dahin. Fünf Staatsräte, 4 Senatorenposten, inklusive dir selbst. Du bleibst selbstverständlich. Hm? Wenn du darauf bestehst? Das Ressort suchst du dir selbst aus. Alles außer Arbeit und Soziales. Das habe ich für Ulrich reserviert. Vielleicht ist Klaus wirklich zu lange am Ruder. Vielleicht braucht die Partei frisches Blut. Und Hamburg einen Wechsel. Axel möchte, dass wir diesem Semmeling was anbieten. Tschüss. Als er auspackt. Was sich später wieder rückgängig machen lässt. Ja, unmöglich. Ja, Leitung des Instituts gegen Alkoholmissbrauch. Jahresgehalt 200.000. Was ist denn dieser Semmeling vom Beruf? Lehrer. Nee, nicht das Institut. Das ist ausgeschlossenes Quatsch. Da müsste ja wenigstens so ein bisschen. Nee, Zentralverwaltung Altenheime. 150.000. Nee, oder noch besser, Chef der Landesbetriebe Friedhöfe. Das ist ein sehr guter Versorgungsposten. Der verdient das Dreifache wie bisher. Wir kriegen, was wir wollen. Du hast ihn auf deiner Seite? Wie hast du denn das gedeichselt? Etwas für ihn, etwas für mich. Aber mehr für dich? Mhm. Für Hamburg. Walter geht mit Axel.
Wirklich? Scheint so, als würde Betonwalter auf einmal Axel Rupert unterstützen. Toll aus. Warum habe ich bloß die Zeit nicht besser genutzt, als sich dein Mann auf Jamaika rumgetrieben hat? So eine attraktive Frau ganz alleine. Du hast dir nur unnötige Anstrengungen erspart, Charlie. Wieso? Wir hätten ein Wochenende nach Mallorca fliegen können. Schwimmen, Sonne tanken. Ich krieg doch so leicht einen Sonnenbrand, dann sehe ich aus wie eine Erdbeere. Das war nun das Beste, was ich zu bieten hatte. Hör zu, Sigi. Oh, hallo. Guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie gekommen sind. Bedeutet mir viel. Als die Karten geschickt wurden, habe ich es zuerst für einen Irrtum gehalten. Aber wir haben doch ein Wiedersehen verabredet. Das einzig Erfreuliche an dem Haufen Subventionen, die wir jährlich für die Oper springen lassen, ein paar Premierenkarten. Susanne, das ist übrigens... Silke Semmeling, das ist mein Mann. Guten Abend. Nett, Sie kennenzulernen. Finde ich auch. Schöne Aufführung, wie? Hat's Ihnen gefallen? Sehr. Sie fanden das Orchester nicht müde und den Dirigenten ganz uninspiriert? Schon, aber die Hauptdarstellerin... Die Rutherford? Die fanden Sie gut? Die hat Ihnen auch nicht gefallen. So farblos habe ich die selten erlebt. Wirklich? Also, ein bisschen Probleme hatten wir mit der Inszenierung. Die fand ich nun wieder sehr mutig. Sehr mutig. Na, außerdem hat das Orchester zusammen mit dem Dirigenten angefangen und aufgehört. Hey, Sie sind ein Glückspilz, Mann. Ich weiß. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Herr Bürgermeister. Sie wollen mir was erzählen, habe ich gehört, über Jamaika. Sollten wir bald miteinander plaudern? Gerne. Aber ich wüsste nicht, was ich Ihnen über Jamaika erzählen sollte. Nein? Nein. Schade. Bin ich wohl falsch informiert? Aber hat Charakter. Die Pfeife. Keins von den üblichen Rattengesichtern. Hallo. Musst du dir jede Chance vermasseln? Ich hab dir gesagt... Werd endlich erwachsen, Mensch. Denkst du, für nichts bekommst du einen neuen Job? Man muss auch mal was bringen. Sie vielleicht auch mal mit den Realitäten arrangieren. Was ist los? Nach so einem Labbergesöff könnte ich echt einen Cognac gebrauchen. Ich mach den Vorschlag, Axel. Trinken Cognac. Ach nee. Weißt du überhaupt, wie viel Kalorien so ein Teil hat? Ein Cognac. Ich platze vor deinen Augen aus allen Nähten. In unserem Alter darf man ruhig einen kleinen Autoreifen um die Taille haben. Ich bin jünger als du, Bürgermeister. Außerdem sind Sie rank und schlank. Noch etwas, worum ich ihn beneide. Außerdem hat er die tolle Begabung, gleich im Keller verschwinden zu lassen. Sag bloß, du bist sauber wie ein neugeborener Axel. Soll ich mal in meinem Gedächtnis kramen? Der Zusammenbruch der neuen Städtebau seinerzeit? Das war Pech. Ja, klar war das Pech. Aber du warst Geschäftsführer und die Steuerfahndung hat sich ziemlich ausführlich damit befasst. Kein Problem, ist alles korrekt abgelaufen. Bestimmt war es korrekt, aber finanzielle Dinge kann man so leicht missinterpretieren. Wie wahr? Es gibt Leute, die gleich sonst was denken. Du hinterhältiges Arschloch! Axel. Manchmal machen wir halt alle in Schaumschlägerei, setzen ein treuherziges Grinsen auf und erzählen unsere kleinen Geschichtchen. Das
So ein arroganter Schweinehund. Habt ihr das gesehen? Schwuppdiwupp zieht er seine Glasierhandschuhe aus und will einem in die Weichteile boxen. Gentleman Hennig pfeift plötzlich auf seine guten Manieren. Warum hast du mir das denn nicht gleich erzählt? Ist doch klasse, wie du dich verhalten hast. Silke. Wer die Wahrheit weiß, der muss sie auch aussprechen. Oder wenigstens dafür sorgen, dass sie ausgesprochen wird. Jetzt hör auf. Der Vorfall war außerordentlich peinlich. Peinlich? Weil du dafür gesorgt hast, dass die Jamaikaner erfahren, wie es bei ihnen zugeht. Hör mal, und weil du 3 Monate da warst, bist du keine Jamaika-Experte. Ein paar korrupten Typen hast du kräftig eingeheizt. Das ist super. Nichts habe ich eingeheizt. Nicht mal Bescheid gewusst habe ich vorher. Eine Riesensauerei hast du aufgedeckt. Und anstatt dich zu befördern, schicken sie dich nach Hause. Typisch. Nein, die Friedrich-Ebert-Stiftung baut wirklich Personal. Ach, hehre Vorsätze, schöne Sprüche. Aber wenn es wirklich drauf ankommt, dann scheißen sie sich alle in die Hose. Ich bin stolz auf dich. Du hast das Maul zu voll genommen, Charlie. Ich bin doch nicht bekloppt. Die Geschichte haue ich erst raus, wenn ich die Vorwürfe unterfüttern kann. Auch auf die Gefahren, dass sie mir ein anderer Mensch schnappen. So blöd bin ich nicht nochmal. Hör mal, Hans. Vor Jahren bei der FAZ, als über 3 Uhr die Chefredaktion drängte. Aber die Story war nicht verifiziert. Ich dachte, ich kann es riskieren. Tja. Seitdem hänge ich hier rum. Pressefreiheit ist ein hohes Gut. Aber sie ist nicht so gemeint, dass man jedermann öffentlich und ungestraft durch den Dreck ziehen kann. Schon gar nicht einen wie Klaus Hennig. Wenn ein Semmeling nicht auspackt, wie steht's ja mit dir, Charlie? Na los, leg die Ohren an und bekenn Farbe. Bei Hennig bist du sowieso unten durch. Und Axel Robert wird sich erkenntlich zeigen. Das Jahrhundert der Raumfahrt ist vorbei. Das nächste Jahrhundert wird ein ozeanisches Jahrhundert. Und der Vorherrschaft der Koreaner und Japaner, wenn wir weiterhin tatenlos zusehen. Darum wollen Anton Vorberg und ich unsere Werften fusionieren. Hallo, Rudi. Hallo. Zum absolut größten Werftenverbund der Welt. Charlie, Sie auch? Nein, danke, nicht um diese zweite Linie. Möchten Sie Mineralwasser? Und dann nehmen Sie davon Aufzug. Nein, nein, Wasser ist okay. Die ganze Küstenregion würde aufblühen. Nein, danke. Neue Hanse Hamburg. Mit Hanse verbindet sich Vormachtstellung. Die Idee hat Charme. Herr Rupert, mein Lieblingslied. Die Sache hat nur einen Haken. Die Steuern. Okay. Bei einer Fusion müssen wir unsere stillen Reserven auflösen. Daran würde das Geschäft scheitern. Es darf natürlich nicht der Eindruck entstehen, dass wir den großen Steuerschuldnern entgegenkommen, während wir die Kleinen an der Gurgel packen. Andererseits, die Großwerft wäre im vitalen Interesse von Hamburg. Unter der Idee ist Öl. In einer Sternennacht im Hafen, wo die See. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich bin todmüde und muss heute Nacht noch einen Haufen Akten studieren. Trotz Wahlkampf geht die Büroarbeit leider weiter. Bei Wahlen habe ich mich nie aufstellen lassen. Weil du nie was werden wolltest. Klar wollte ich das. Deshalb bin ich ehrgeizig oder eitel. Ich hatte Angst zu verlieren. Ich dachte, wenn ich nicht gewählt werde, habe ich es schwarz auf weiß, dass ich ein Verlierer bin. Habe ich halt gekniffen. Du bist kein Verlierer. Ich habe dich furchtbar lieb. Ganz schrecklich lieb. Ein Leben ohne dich kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie kommst du denn darauf? Gut hier eingelebt?
Doch, ja. Ich bin froh, wieder bei meiner Familie zu sein. Unterrichten Sie an Ihrer alten Schule? Demnächst. Bis zum Beginn des neuen Schuljahres bin ich beurlaubt. Möchte jetzt nicht gestört werden. Es tut mir leid, Herr Bürgermeister, wenn ich Ihnen Schwierigkeiten in Jamaika gemacht habe, weil ich in jedes Fettnäpfchen getreten nicht bin. Was Ihre Schuld. Ich hatte ehrlich keine Ahnung, was der Referent meines Antikorruptionsseminars an diesem Abend vorhat. Wenn ich rechtzeitig informiert gewesen wäre, hätte ich die Jamaika-Reise gar nicht erst angetreten. Eine Frage der moralischen Kleiderordnung. Manchmal glauben wir uns in der Politik, Realitäten beugen zu müssen. Auch wenn wir nicht glücklich darüber sind. Ich will ganz ehrlich sein. Möglich, dass man sie zu einer Figur in einem Spiel machen will, das wir gar nicht überschauen können. Meine Gegner brauchen einen Informanten, der in Jamaika dabei war. Selbst können sie nicht vorpreschen. Wer quatscht, ist erledigt. Danach geht nichts mehr. Bitte, ich. Alles, was ich zufällig in Jamaika mitbekommen habe, ich suche Ihnen seinen darüber äußere ich mich nicht. Wären Sie interessiert? Habe ich bisher auch nicht. Ach so. Alte Frage der moralischen Kleiderordnung. Ja, dann lassen Sie uns doch nächste Woche, falls ich dann noch Bürgermeister bin, in aller Ruhe darüber reden, ob Sie hier mitarbeiten wollen. Wäre mir eine Freude. Ganz aufrichtig. Mein Bekennerkleid an, ich bin fett und stehe dazu. Hey, hallo, guten Morgen. Siehst du um? Wird das jetzt ein Quiz? Komm, lass mal mit an. Wohin damit? Zu meinem Auto. Warst du beim Bürgermeister? Er bietet mir ihren Job an. Ach ja? Semmel, es gibt eine geheime Parole hier. Trau niemanden. Wenn oben einer stürzt, an der Spitze der Pyramide, drückt hier nicht nur der Nächste nach, da geht ein Ruck durch den ganzen Schornstein. Alle profitieren davon. Klar, da ist die Versuchung groß. Pass auf deinen Rücken auf. Niemand muss in Hamburg auf der Straße liegen. Dafür gibt es Häuser. Niemand muss in dieser Stadt hungern und frieren. Die Existenz dieser Menschen in einem der besten Sozialstaaten der Welt besagt aber das Gegenteil. Wir haben das Peak Ass, die Mission. Wenn einer arm ist, ist das nicht automatisch gut, Ulrich. Es sind wohl nicht die Starken, die da auf der Straße liegen, sondern die Schwachen. Die trauen sich nicht ins Peak Ass, weil sie Angst haben, ausgeraubt und zusammengeschlagen zu werden. Akzeptier es doch, dass es offenbar Fälle gibt, bei denen sozialstaatliche Maßnahmen nicht greifen. Eine weltoffene Stadt muss auch Bettler ertragen können. Das ist doch nicht die Frage. Die wirkliche Frage lautet, kann man diese Leute nicht besser auffangen mit einer privaten Bürgerinitiative? Ich das schon höre. Verkaufen Sie Ihr Auto, Ihr Haus, was weiß ich. Um Gottes Willen. In Ihrem Fall sind die Stundungsvorschriften sehr eingeengt, Herr Semmeling, weil man sich natürlich immer sagt, durch jede Erbschaft wird der Erbe auch erstmal reicher. Müsste eigentlich auch in der Lage sein, seine Steuern zu zahlen. Aber der Bescheid über die Nachzahlung kam erst Monate später. Die Erbschaft hatten wir schon voll verplant. Und der Staat darf in die Röhre gucken. Soll ich denn das Geld hernehmen? Wenn Sie nicht zahlen, werden Sie gepfändet, Herr Semmeling. Basta aus. Ihr Haus kommt unter den Hammer. Oh mein Gott.
Checklist weg. Oh mein Gott! Benny! Benny! Der Bürgermeister ist mit seiner Bürgerinitiative durchgerasselt. Ist nicht wahr. Die Fraktion lässt ihn im Regen stehen. Ich sag's ja. Hennig befindet sich im Vereinfall. Ich hab's ja gewusst, dass diese blödsinnige Kampagne sauber hinschlag gegen die Wand läuft. Moment mal, du hast es doch dem Bürgermeister noch zugeredet. Hast du nicht gelesen? Sozialarbeiter protestieren, Prominente setzen sich für Bettler ein. Ja, sogar die Kirche äußert sich kritisch. Du siehst müde aus. Sagen wir mal so, es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, dass ich besonders glücklich bin. Das Glück wird überschätzt. Wir alle sind dann und wann gezwungen, Dinge zu tun, die einen unglücklich machen. Ein schwacher Bürgermeister würde deine Position stärken, Walter, oder? Schreckliches Laster, die Politik. Die Machtgier, meinst du? Ist es nicht dasselbe? Ich komme davon nicht los. Ich bin süchtig danach. Mehr noch als nach meinen Zigarren. Benny! Benny! Durch die Wälder, durch die Auen, zog ich leichten Sehens dahin. Alles, was ich konnte schauen, war des sichern rohes Gewinn. Ja, brotlose Kunst, hat meine Mutter immer gesagt. Naja, als uneheliches Kind, da hieß es nach dem Abitur, du gehst zu Vater Staat, das ist ein sicheres Einkommen. So bin ich dann beim Finanzamt gelandet. Aber ich wäre natürlich viel lieber Opernsänger geworden. Wenn er irgendwo prüft und sieht, das ist ein Musikliebhaber, wird er gleich nachsichtiger. Guck mal, Opa, ist der nicht süß? Was ist denn das? Er ist Billy. Dein Vater. Erst bietet er mir an, auf Benny aufzupassen und dann bringt er ihn mit dem Hund zurück. Lass mich ihn behalten. Bitte, Papa. Bitte. Was meint denn Mama? Wie war denn das Gespräch mit dem Bürgermeister? Er bietet mir einen Job an. Ehrlich? Na super. Also erstmal muss er die Wahl gewinnen. Champagner. Foie gras. Katja hast du auch getroffen. Woher weißt du das? Ich hab euch zufällig gesehen. Vom Rathaus. Ich krieg dir gar nicht mehr die Hände von dir weg. Ja, ein paar Gedanken ausgetauscht. Mhm. So wie ich die kenne, will ich was ganz anderes austauschen als Gedanken. Katja Aschberg. Fred, ich arbeite nicht mehr für den Bürgermeister. Ich muss sie noch sofort jemand informieren. 14 Uhr das Gewerkschaftsessen, 15.30 Uhr sollen sie auf der Mönckebergstraße Traubenzucker verteilen. Start mit Hennig. Wie liegen wir, Edelgard? Im Zeitplan, Herr Bürgermeister. Wir sind sogar 7 Minuten voraus. Was soll die 7 Minuten bloß mit mir anfangen? Katja Aschberg lässt fragen. Das war ein Scherz, Edelgard. Ich weiß, Herr Bürgermeister. Trotzdem sollten Sie die Zeit nutzen, um Katja Aschberg. Räumen Sie den Giftschrank aus, Edelgard. Nur für den Fall, dass wir am Montag nicht mehr residieren. Können wir per Worte umgestellt? Ja, sicher. Wir haben ein Problem, Claude. Nein, Katja. Genauer gesagt, es ist ein mittelgroßer Habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt? Hör mir zu. Hör mir zu! Nicht so. Charlie will dich in die Pfanne hauen, die wird John Maike auspacken. Charlie, ist das leck. Der Kerl läuft echt amok. Ich habe meinen Informanten bei der Zeitung angerufen. Er ist sich ziemlich sicher, dass Charlie die Quelle von Sudelhans ist. Solange er vernünftige Forderungen stellt, habe ich ein offenes Ohr für ihn. Andernfalls steht halt mein Wort gegen seins. Okay, ich versuche, dieses klitzekleine Verräter-Arschloch abzufangen. Katja! Danke. Katja! Ich kann doch nicht zulassen, dass die schöne Frau so viel schleppt. Hier. Hallo. Ruf diesen Hugo an. Ich möchte ihn treffen. Noch heute Abend, wenn möglich. Charlie, komm zur Vernunft.
Wenn er nicht denkt, er kann mich wie den letzten Dreck behandeln. Runter vom Gas, Charlie. Wer hat ihn denn in die Scheiße reingeritten, in der er jetzt steckt? Und ausgerechnet du kriegst Bauchschmerzen, weil du so ein großartiger, moralisch anständiger Mensch bist? Katja, immer noch die knallharte Politnase, hä? Hat dich der Bürgermeister wieder in Gnaden aufgenommen? Reden wir lieber von dir, Charlie. Wenn du Klaus Hennig jetzt in die Pfanne haust, wirst du deinem Ruf als unzuverlässiger Schnellspanner ziemlich gerecht. Du hältst Axel Ruppert für deine Eintrittskarte zur Macht, ja? Hat er dir wirklich was Konkretes versprochen? Charlie, mit wem hast du dein Vorgehen abgestimmt? Du weißt, wie die Partei reagiert auf Alleingänge, besonders mit der Presse. Du bist erledigt, Charlie. Wollen wir wetten? Auch die Hennig überhaben, werden wir den Verrat nicht verzeihen. Die Ära Hennig ist vorbei. Wenn du dich da mal nicht täuscht. Sprich mit dem Bürgermeister, Charlie. Der mag dich. Zwischen euch.